Das ist ja wohl mal eine richtig geile Nummer. Grafschafter Croissants, Croissants gefüllt mit Grafschafter Rübensirup und Äpfeln. Richtig geile Sache. Ich habe sie mir besorgt und in diesem Test werde ich sie euch mal vorstellen und ihr werdet danach hoffentlich und ich auch schlauer sein, ob es sich lohnt, diese Dinger allgemein zu kaufen und ob sie wirklich diesem grandiosen Rübensirup gerecht werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Zunächst einmal herzlich willkommen zu diesem Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es sei direkt gesagt, ich bin ein Riesenfan von Grafschafter Goldsaft, dieser Rübensirup. Und das kommt bei mir morgens eigentlich fast jeden Morgen seit Jahren aufs Brot oder Brötchen, auf Quark am besten oder Frischkäse, am liebsten aber auf Quark, richtig schön dick Quark und rauchig so. Am besten mit der Spritzflasche. Den Rübensirup drauf, es ist absolut ein Genuss. Ich habe das Ding schon als Kind geliebt und ich liebe es jetzt noch. Es ist einfach nur göttlich. Mein absolutes Top-Favorite of all time wahrscheinlich, um es aufs Brötchen zu schmieren, beziehungsweise auf Quark. Also ich liebe das Zeug sehr und so war ich sehr erfreut, dass es diese Croissants jetzt gibt und habe sie mir gekauft. 5 Stück sind drin, kosten 2 Euro, ist eine Ansage, aber zumindest die Packung ist groß. Mal gucken, wie groß die Croissants gleich sind und wie viel Plastik hiervon ist. Denn gut verpackt sind sie auf jeden Fall. Ja, was haben wir hier? Wir gucken uns das vielleicht einfach mal genauer an. Wir haben Croissants gefüllt mit Original Grafschafter Goldsaft, Zuckerrübensirup und mit Äpfeln verfeinert. Sprich, hier ist nicht nur der Sirup drin, sondern eben halt auch, ja, Äpfel sind noch drin. Warum sie das gemacht haben, verstehe ich nicht so ganz. Hätte ich eigentlich darauf verzichten können. Das Ganze ist das perfekte Frühstück. Ah ja, naja. Okay, gucken wir mal. Wir können ja mal schauen, was so drin steckt. 100 Gramm Füllung werden zubereitet aus Zuckerrübensirup und 50 Gramm Äpfeln, also Hälfte, Hälfte ungefähr. Das Ganze wird dann wahrscheinlich auch noch eingekocht oder so, sonst würde man ja nicht auf 100 Gramm kommen. Zuckerrüben-Sirup-Apfelfüllung ist 30%, sprich man hat 70% Croissant, davon 30% die Zuckerrübensirup-Füllung und davon dann letztlich 60% Zuckerrübensirup. Sprich, der Zuckerrübensirup ist da eigentlich recht wenig drin. Nur gar nicht so, ungefähr die Hälfte von den 30, ungefähr 15% um den Dreh. Also viel ist das irgendwie leider gerade nicht. Äpfel sind da halt auch drin. Zucker ist dann auch nochmal extra zugesetzt in diese Mischung. Dann haben wir eben die Croissants, die zubereitet werden aus Weizenmehl und Palmfett. Und Rapsöl finde ich ein bisschen schade, dass hier, ja, okay, es ist zertifiziert, nachhaltiges Palmöl, aber trotzdem, dass hier keine Butter benutzt wurde. Weil ich finde schon, 2 Euro ist jetzt nicht wenig. Da hätte man ruhig auch Butter nehmen können. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Das Ganze ist von Kuchenmeister, von denen war auch das Koala-Müsli, wieder auf meinem YouTube-Kanal. Und ja, kennt man. Also auch die Koala-Bären sind ja von denen hergestellt. Kuchenmeister. Aus Soest. Ah ja. Okay, die Nährwerte haben wir hier oben. Aufgrund des Croissants, wo scheinbar auch relativ viel Fett drin ist, haben wir auch eine ordentliche Portion hier drin, was die Kalorien angeht. Vielleicht aber auch dadurch einen besonders guten Geschmack. Ich pack's mal aus. So sieht es jetzt erstmal aus. So ein Croissant. Ich finde die Packung eigentlich ziemlich geil. Die sieht ja aus wie diese, ja, wie die Papppackung halt, wo der Rübensirup drin ist. Das haben sie ganz cool eigentlich umgesetzt. Die kann man bestimmt auch geil auf den Toaster legen oder so. Aber ich probiere die jetzt einfach erstmal so. Jetzt habe ich mal hier mein Brettchen hier rangekarrt. Und jetzt gucken wir uns dieses Exemplar hier mal an. Dieses Croissant. Ich bin ja mal sehr gespannt. Ich befürchte allerdings, dass es mich so ein bisschen an diese relativ billigen Abpack-Croissants erinnert. Und ja, vom Aussehen geht das schon mal in diese Richtung. Ich glaube, ich lege es einfach mal direkt auf den Toaster, oder? Ich mache das. Obwohl, nee, man muss das ja auch so testen. Es soll ja auch to go wahrscheinlich irgendwie so praktisch sein. Wir brechen das Ding jetzt einfach mal auf. Alter. Okay. Füllung sieht schon mal geil aus. Ist schon mal gut Füllung drin. Ihr seht hier, wie der Sirup einem rauswabert. Stückchen kann man hier noch nicht sehen. Und ich beiße da jetzt einfach mal rein. Oh ja. Ja, richtig schön Zuckersirup und Schmatz. Das Croissant, eher weich, aber jetzt auch nicht so saftig oder so. Dominant ist natürlich der Grafschafter Saft.
Ja, so diese typische Süße. Ich finde, Apfel schmeckt man jetzt eher weniger, meiner Meinung nach. Ich toaste diese Hälfte jetzt hier mal noch, weil ich eigentlich gleich so ein bisschen in Ruhe was futtern will. Und dann zeige ich euch das Ding mal gleich noch halb getoastet. So, ich habe das Ding jetzt mal getoastet. Es ist schön warm und so leicht angeknuspert. Das könnt ihr vielleicht hören. Und warm schmeckt ja alles sowieso noch mal viel geiler. Aber so Apfelstückchen sind wie gesagt nicht drin. Und ich finde es auch nicht, dass man den Apfel so sehr durchschmeckt. Ah, tausendmal besser. Jetzt ist das Croissant schön soft. Sehr gut. Oh ja. Wie gesagt, prägend finde ich hauptsächlich den. Ich muss eigentlich doch noch eins aufmachen für ein Foto. Na, ich mache das gleich. Prägend ist hauptsächlich der Rübensirup. Das Croissant drumherum ist echt nicht besser als der Billigscheiß, den man in jedem Supermarkt bekommt. Sprich, ich würde das Ganze hier eher als eine nette Idee bezeichnen. Wenn ihr unbedingt sowas für to go haben wollt, dann kauft euch das. Es ist lecker, erwartet aber nichts von dem Croissant. Das ist absolut nichts Besonderes. Und wenn ihr Zeit habt, frühstückt lieber morgens in Ruhe und schmiert euch Quark aufs Brötchen und dann den richtigen Rübensirup drauf. Das Ganze ist deutlich besser. Trotzdem, witzige Idee, kann man mal machen und ja, zumindest als Fan, so wie ich. Gerne eure Meinung zu diesem Produkt und ich danke euch schon fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao.